Die Kirchen haben in Deutschland eine rechtliche Sonderstellung. Diese scheint aber auf dem Weg der Abschaffung zu sein, wenn man einen Blick in die Parteiprogramme der Parteien wirft, jetzt wenige Wochen vor der Bundestagswahl. Die Veränderungen in der Gesellschaft lassen sie in ihren Wahlprogrammen teilweise eine drastische Kehrtwende fordern. Die drastischsten Forderungen der 5 im Bundestag bisher vertretenen Parteien formuliert die Linke. Rajo Sharma ist der religionspolitische Sprecher der Linken im Bundestag. Einen schönen guten Tag, Herr Sharma. Schönen guten Tag, Herr Prüse. Wenn man Ihr Wahlprogramm liest, dann könnte man gemeinhin so ein bisschen den Eindruck bekommen, Sie hätten etwas gegen Kirche und Religion. Stimmt das oder täuscht das? Nee, überhaupt nicht. Also wir haben nichts gegen Kirche und Religion. Wir setzen uns bloß dafür ein, dass der Staat und die Kirchen institutionell konsequent voneinander getrennt sind. Wir finden das wichtig, auch damit Religionsfreiheit im positiven Sinne gelebt werden kann, weil wir meinen, dass Religionsfreiheit nur dann gegeben ist, wenn der Staat sich neutral verhält gegenüber Kirchen und Glaubensgemeinschaften. Es gibt ja bereits einige Länder mit einer so strikten Trennung von Staat und Kirche. Das beste Beispiel ist da vielleicht Frankreich. Gibt es denn da wirklich Vorteile gegenüber dem deutschen System? Auch in vielfältiger Weise. Frankreich hat ja auch, sozusagen kennt das System der Kirchensteuer auch nicht. Wir finden, das ist zwar nicht sozusagen im Mittelpunkt unserer Forderung, aber ist in gewisser Weise inkonsequent, weil wenn der Staat für die Kirchen sagen die Mitgliedsbeiträge eintreibt, denn das macht er ja auch nicht für Vereine, politische Parteien oder Gewerkschaften. Das ist einfach ein Bruch des Anspruchs des Grundgesetzes, wonach Kirche und Staat voneinander getrennt sind. Und man muss es nicht genauso machen wie in Frankreich, aber Ansätze davon sind durchaus wünschenswert. Wenn Sie die Kirchensteuer schon ansprechen, aus Kirchensteuermitteln werden ja auch viele Jobs finanziert. Nach dem Staat sind die beiden Kirchen der größte Arbeitgeber in Deutschland. Was meinen Sie, wie sollte das, wenn man die Kirchensteuer wirklich abschafft, dann auffangen können? Also die Jobs, die die Kirche zur Verfügung stellt, werden ja nicht vorrangig durch Kirchensteuer finanziert, sondern die Kirchen sind ein ganz wichtiger Arbeitgeber, die Kirchen und ihre Einrichtungen im Bereich der Pflege, Kindergärten und so weiter, Krankenhäuser, da leisten die Kirchen einen wichtigen Auftrag. Aber dafür bekommen sie auch extra Geld, so wie andere Träger eben auch. Ob eine Kommune einen Kindergarten betreibt oder die AWO oder die Kirche, dafür gibt es ja sagen, extra Gelder aus sozialen Mitteln, die extra dafür vorgesehen sind. Wenn man sich das Wahlprogramm bei Ihnen durchliest zum Thema Religionen und Kirchen, dann steht da auch etwas sozusagen, den Sonderstatus der Kirchen aufzuheben. Es geht um den Gottesbezug im Grundgesetz. In dem Wahlprogramm steht, Sie wollen Blasphemiegesetz und Feiertagsgesetze überprüfen lassen. Was versprechen Sie sich davon? Also das ist jetzt, sagen wir mal, genau diese Abschnitte, die Sie angesprochen haben, die stehen nicht so im Mittelpunkt. Das haben wir auch drin, weil wir finden, das gehört für eine Gesamtschau dazu. Uns geht es vorrangig darum, dass wir das Sonderrecht der Kirchen im Bereich des Arbeitnehmerrechts und des Kündigungsschutzrechts auf den Prüfstand stellen, weil wir finden, dass es nicht angehen kann, dass 1,3 Millionen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer in Kirchen und kirchlichen Einrichtungen weniger Rechte haben als andere Mitarbeiter. Und zwar nicht nur diejenigen, die so einen richtigen Verkündungsauftrag haben, wie der Pastor, der auf der Kanzel steht, sondern auch die Putzfrau, die zwischen den Kirchenbänken sauber macht, die hat einfach, weil sie bei der Kirche angestellt ist, im Moment nicht die gleichen Rechte. Und das finden wir ungerecht. Es ist aber auch richtig, dass wir das Blasphemiegesetz auf den Prüfstand stellen wollen. Man muss ja mal sehen, dass diese Blasphemie, das im Strafgesetzbuch ein Straftatbestand gibt, nachdem noch in Deutschland noch niemand verurteilt worden ist, zwar schon angezeigt worden ist, aber noch nicht verurteilt worden ist. Und wir sind der Auffassung, dass man in weiten Bereichen den Schutz der religiösen Empfindung der Menschen auch anders sichern kann, also durch andere Straftatbestände wie Beleidigung und Volksverhetzung und Ähnliches, so wie es in der Vergangenheit auch geschehen ist. Jetzt sind es noch gut 4 Wochen bis zur Bundestagswahl. Wenn man sich jetzt Ihren gesamten Forderungskatalog so anschaut, die Sachen, die mehr im Fokus stehen und die vielleicht auch nicht so im Fokus stehen, was Sie uns gerade erklärt haben, Sie haben dennoch so in der Gesamtschau den radikalsten, den drastischsten Forderungskatalog der 5 im Bundestag vertretenen Parteien. Ist das überhaupt mehrheitsfähig? Na, es war zumindest bei uns in der Partei mehrheitsfähig. Manchmal muss man ein bisschen was dazu erläutern. Also dass sowas ist auch kein Selbstgänger, weil wir haben ja auch bei uns in der Partei Christinnen und Christen und engagierte Gläubige, auch in anderen Religionsgemeinschaften. Aber was eigentlich mit einem großen Konsens versehen ist, ist bei uns auch die Vorstellung, dass wir Staat und Religionsgemeinschaften streng voneinander getrennt haben wollen, also institutionell getrennt haben wollen, weil wir sagen, auch das ist erforderlich dafür, um den Glauben und die Religionsfreiheit positiv leben zu können. Und ich glaube, genau
dieser Ansatz ist, ohne dass man dafür kirchenfeindlich sein muss oder antireligiös sein muss, dieser Ansatz, dass wir eine Trennung haben wollen von Staat und Kirche, der ist auch in der Gesellschaft wirklich mehrheitsfähig. Sie haben da ja jetzt in der ausgehenden Legislaturperiode auch einen entsprechenden Gesetzentwurf schon eingebracht in den Bundestag. Glauben Sie, Sie finden gerade bei dem Punkt Trennung Kirche und Staat Übereinstimmung mit anderen Parteien? Also gibt es da jemanden, mit dem man drüber verhandeln könnte? Mit Sicherheit. Also wir haben zwei große Gesetzesinitiativen in dem Bereich eingebracht. Das eine betrifft das Kirchenarbeitsrecht, was ich eben angesprochen habe. Da gab es unterm Strich, also am Ende, als es dann zur Abstimmung ging, zwar nur eine Enthaltung der Grünen und ansonsten Gegenstimmen, aber man konnte merken, dass da eine große Diskussionsbereitschaft auch entstanden ist bei den anderen Parteien, weil sie einfach gesehen haben, dass da ein ziemlicher Druck ist, auch bei den Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmern. Aber eine Mehrheit gab es trotzdem nicht. Eine Mehrheit gab es nicht, aber wir haben eine Diskussion angestoßen und manchmal dauert sowas ja auch mehr als eine Wahlperiode. Und so ähnlich ist es im Grunde bei unserem Ansatz zur Ablösung der Staatsleistungen, die im Moment von den Ländern an die Kirchen gezahlt werden, aufgrund des sogenannten Reichsdeputationshauptschlusses, einer gesetzlichen Regelung, die jetzt über 200 Jahre alt ist, wo aber der Gesetzgeber auch schon vor nunmehr fast 100 Jahren gesagt hat, diese staatlichen Leistungen an die Kirchen, immerhin geht es um einen Betrag von 480 Millionen Euro im Jahr, die Länder zahlen im Moment, das muss abgelöst werden, dafür muss es ein Grundsatzgesetz des Bundes geben. Wir haben einen solchen Gesetzentwurf eingebracht, auch der hat keine Mehrheit gefunden, aber wir haben gemerkt, es gibt auch in anderen Parteien eine Diskussionsbereitschaft und eine Offenheit und ich bin ziemlich sicher, dass auch der Druck zunehmen wird, gerade der Druck auch aus den Ländern, die ja alle diese Staatsleistungen Jahr für Jahr zahlen müssen, obwohl sie wirklich unter den Haushalten im Moment ächzen und unter der Schuldenbremse leiden und so weiter und Probleme haben, einfach mit ihren Haushalten klarzukommen. Das heißt, fassen wir es am Ende noch mal ganz kurz zusammen. Sollten Sie mit der Linken wieder den Einzug in den Bundestag schaffen nach der Wahl am 22. September, dann werden Sie sich auch für dieses Thema wieder stark machen und auch wieder Gesetzesvorschläge in den Bundestag einbringen. Mit Sicherheit. Und ich bin da sehr zuversichtlich, wenn wir es dieses Mal in dieser Wahlperiode nicht hinbekommen haben. Die Diskussion wird weitergehen und wir werden in der nächsten Wahlperiode, vielleicht auch erst in der übernächsten, also bei dem ein oder anderen Thema, mit Sicherheit auch eine Mehrheit haben. Wenige Wochen sind es noch bis zur Bundestagswahl. Mit Raju Sharma, dem religionspolitischen Sprecher der Linken, habe ich über die Forderungen seiner Partei gesprochen, vor allen Dingen das Verhältnis von Kirche und Staat völlig neu zu ordnen. Danke für das Gespräch. Ich danke Ihnen. Mach's gut. Tschüss.